Seit heute steht fest, die Meyer-Werft baut 340 Arbeitsplätze ab. Davon laufen 100 befristete Verträge aus. Immerhin, die Mindestbeschäftigung von 3.100 Angestellten ist bis 2030 gesichert. Darauf einigten sich IG Metall, Betriebsrat und Unternehmen. Um die Krise abzuwenden, stellt auch Ministerpräsident Stefan Weil Finanzhilfen in Aussicht. Wenn wir gute Gründe dafür haben, dass das Unternehmen eine Perspektive hat, werden wir uns sehr dafür einsetzen, diese Zukunft auch möglich zu machen. Klar ist, auch der Bund muss sich engagieren, wenn die Rettung gelingen soll. Weils Bedingung, den Firmensitz von Luxemburg zurück nach Deutschland zu verlegen, stimmte das Unternehmen zu. Heißt auch, Aufsichtsrat und Konzernbetriebsrat werden eingerichtet. Mit Bund und Banken laufen weitere Finanzierungsgespräche. In Papenburg bei der Meyer-Werft befindet sich meine Kollegin Maja Hülcher. Sie ist mir nun live zugeschaltet. Maja, ich grüße dich. Heute wurde verkündet, dass 340 Stellen gestrichen werden. Ursprünglich war ja von 440 die Rede. Wie geht die Belegschaft der Meyer-Werft mit dieser Entscheidung um? Für die Beschäftigten war es auf jeden Fall ein hartes Brett heute bei der Betriebsversammlung, als verkündet wurde, was jetzt geändert werden soll. Der Betriebsrat sagte uns vor allen Dingen, dass es sehr emotional noch angespannt ablief, als gesagt wurde, dass der Stellenabbau durch alle Bereiche fließen wird. Leichtes Aufatmen gab es nur, als feststand, dass es weniger Stellen betrifft als ursprünglich geplant. Weitere Informationen bekommen die Beschäftigten aber erst in 2 Wochen nach den Betriebsferien, die jetzt für die Beschäftigten anstehen. Der Personalabbau soll stufenweise erfolgen. 100 befristete Stellen laufen aus. Ist die Meyer-Werft denn damit gerettet? Das kann man so nicht sagen. Das war nur ein erster kleiner Schritt, denn die Finanzierungspläne, die stehen noch in den Sternen. Man setzt auf die Bundesregierung. Deshalb hat man auch, wie man im Hintergrund sieht, ein Rettungsschiff aufgebaut, um zu sagen, wir brauchen Hilfe. Man hofft auf eine Bürgschaft vom Bund, um Geld von den Banken zu bekommen. Außerdem setzt man auf Privatinvestoren, die dann Anteile von der Meyer-Werft bekommen. Wenn das alles nichts hilft und die Maßnahmen nicht greifen, dann würden die Beschäftigten auch auf die Straße gehen. Ja, heute wurde auch verkündet, dass 3.100 Stellen bis 2030 gesichert sind. Welche Bedeutung hat denn die Meyer-Werft als Arbeitgeber für die Region? Durch viele Drittlieferanten sind es ungefähr 20.000 Beschäftigte, die von den Maßnahmen betroffen werden. Das heißt, die Meyer-Werft will sich vor allen Dingen mit diesen Firmen zusammensetzen, um auch an Kostenplänen zu feilen. Maßnahmen, um die Produktion günstiger zu machen, um auch in Zukunft eine Zusammenarbeit sichern zu können. Maja Hülcher, live aus Papenburg, wo die Meyer-Werft in der Krise ist. Danke, Maja.